Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Froschkönig. Hier haben wir ein ganz besonderes Tier für euch, die erste Schlange auf unserem Kanal. Insgesamt ist die zweite Reptilienart, das ist eine Ringelnatter. Es gibt zwei Unterarten der Ringelnatter, die Barrenringelnatter und die normale Ringelnatter. Das ist Natrix natrix, die normale Ringelnatter. Und hier sind ganz schön viele, hier ist ein ganz schönes Nest. Wir haben schon vier gesehen, ein großes Tier. Das ist jetzt von vorletztem Jahr. Und dann haben wir noch zwei von diesem Jahr gesehen, zwei kleine Ringelnattern. Und eine große, das Muttertier. Und hier ist auch alles voll mit Wasserfröschen. Genau, die Ringelnatter, die lebt überall, wo es Amphibien gibt. Ich zeige hier genau hier in dem Teich, in diesem Tümpel, da kommen die vor. Die Ringelnatter ist die häufigste Schlange. Manche denken, dass die Blindschleiche auch eine Schlange wäre, ist sie aber nicht. Aber das sind Ringelnatter und Ringelnattern, die findet man so gut wie überall. Die gibt es überall, wo es feucht ist, wo es Amphibien und Fische gibt. Ihre Hauptnahrung sind Frösche und Molche, aber auch manchmal Fische. Genau, das ist die Ringelnatter nochmal. Die Ringelnatter erkennt man gut daran, an ihren zwei Halbmondflecken im Nacken, an diesen zwei gelben Flecken. Und genau, und dann ist sie am restlichen Körper grau-schwarz. Es gibt auch komplett schwarze, sind pechschwarze Ringelnattern. Die sind dann vollständig schwarz. Ich würde sagen, wir werden hier bestimmt noch was sehen. Wird bestimmt noch ein Video hier rauskommen. Und ciao, bis zum nächsten Mal.